Liebe Gemeinde, endlich wieder willkommen zurück bei Battlefield Gothic Armada 2, gemeinsam mit Lalulu. Hallo. In der Chaos-Kampagne. Wo wir in der letzten Aufnahme gerade noch unseren Zug beendet gekriegt hatten, nachdem wir fast nicht überzogen hatten. Aha. Und jetzt müssen wir schauen. Wir stellen fest, es gibt zahllose Planeten, die aufgewertet werden wollen. Und während Luft die ganzen Kling-Klings gleich macht, bei den Planeten, wo wir Geld haben. Was meinst du mit gleich? Verschwindet noch nicht zu viel. Ich muss schauen, ob wir gleich noch ein paar schnelle Reparaturen irgendwo durchführen müssen. Also, 34 hier, 75 hier. Unser Geld verdoppelt es nächste Runde. Ich habe keinen Fehler gemacht. Alles gut. Ich muss ganz nur kurz schauen, welche Flotten noch irgendwie eine Reparatur brauchen, weil wir die jetzt sofort einsetzen können. Ja. Teilweise. Damit wir schauen können, wie wir am besten möglichst schnell die ganzen Gebiete hier genommen kriegen. Ja. Wo ist die neue Nurgle-Flotte, die wir bestellt hatten? Ist die schon angekommen? Die Skellos? Ja, die sind Skellos. Genau. Die kommt da rüber. Er kann gerade keine Schiffe bauen. Er braucht aber gerade gar keine Schiffe. Jetzt fürs Flaggschiff, nicht wahr? Ja. Vektorschilden, das. Darauf wollten wir Lanzenflotte basieren. Er kann nach Gudrun rüberkommen. Styx und zwei Hellbringer Mark 2. Styx, Apostate, Slaughter. Drake Cruiser, Styx, Hellbringer Mark 2. Okay. Ich versuche gerade die Flotten ein bisschen umzustrukturieren, damit sie nützlich gemacht werden können. Mhm. Denn, das war die Idee, die diese Flotte hier, die lustige Alpha Legion Flotte zur Lanzenflotte zu machen, neben der Nurgle Flotte, während die andere Flotte hier die Sticks übernimmt oder so. Wer ist das hier? Das ist Varnos. Der hat nichts sonderlich drin, außer seine Plasmabombe. Das erfordert theoretisch ein paar Umstrukturierungen, was die Flotten angeht. Ich bin mir nicht sicher, wie das dann richtig funktionieren kann. Harvest könnten wir einfach kostenlos nehmen. Das ist schön, aber es ist eine Agrarwelt. Wir gewinnen gar nichts daraus, die zurückzunehmen jetzt gerade. Okay. Wir hätten damit zwei Trägerflotten. Beide wären allerdings Renegaten. Das ist in Ordnung. Hier ist eine Slaughter drin. Die Slaughter würde ich so, wir können gerne ersetzen durch die die hier mitgetragen wird. Oder? Hat ein Slaughter-Träger Flotten? Ich glaube schon. Ich glaube, die Slaughter hatte. Nein, die Slaughter hatte keinen Hangar. Die hatte Makro. Die Carnage, oder? Die hatte. Nein, die hatte nur solche Sachen. Okay, gut. Zur Kenntnis genommen. Die Flotten in Iskaros sind sowieso einfach komplett im Arsch. Schauen wir lieber mal bei Agrippina, wo wir hier vorrücken können. Hm. Weil ich keinen verdammten Überblick kriegen kann über den ganzen Spaß. Ja. Wie viel brauchen wir? Drei brauchen wir, um das hier freizuschalten. Arella Bay. Da kriegen wir eine Werft. Das wäre schon cool.
Okay. Ja. Dann nehmen wir mit Malos Riken Barell ein. Gegen Orks. Ich schalte für drei Schlachtpläne, die wir auf gar keinen Fall vermissen werden, Arella Bay frei, damit die anderen Flotten sich da dran bewegen können. Brauchen die irgendwas? Styx und Hellbringer. Styx, Hellbringer. Mark IIs. Mark IIs haben. Genau, die Mark II Träger. Mark II Träger? Ich konnte nicht. Ich muss mir die Schiffe nochmal ansehen. Es ist alles jetzt ein bisschen her wieder. Wir hatten ja ein paar Pausen. Unfreiwillige. Die Mark II hatte die Lanzen. Genau, das war das. Die Mark I hatte diese Sachen. Hier haben wir eine Mark I. Nun gut, dann bringen wir die nach Arella Bay. Die sind in der Lage zu kämpfen. In der Zwischenzeit einmal nach Skaros schauen. Denn ich habe da wirklich keine Ahnung, wie wir mit der ganzen Situation hier umgehen wollen. Die Flotten richtig umzustrukturieren. Mark IIs haben Lanzen. Kann der Renegatenflotte und eine Spacemen-Flotte. Ich hoffe, die können Schiffe untereinander austauschen. Wenn nicht, wäre das Ganze sehr enttäuschend. Okay, können wir. Gut. Also, die Styx geht darüber. Die Hellbringer Mark II gehen darüber. Beide Schiffe können sich nicht mehr bewegen. Hier haben wir Ashur und Carnage. Hier haben wir jetzt ganz viele Lanzen. Wir haben kein einziges Escortschiff dabei. Das ist ein Umstand, schätze ich. Dann haben wir hier die Slaughter und die Styx, die Apostate. Das ist traurig. Renegatenadmirale kriegen wir gerade nicht so viele zusammen. Wir können ja noch Quinks einnehmen. Das müsste gehen. Hier können diese Flotten sich gleich darum scheren, die Ork-Flotten hier abzuwehren. Und dann werden wir sehen, was da irgendwie bei rumkommt. Okay. Dann wir können jetzt ein paar Käbeleien machen. Jetzt, wo wir uns Okay. grob eingeführt haben. Aha. Das tut dies. Und danach können wir schauen, wie viele Sachen wir noch aufwerten. Okay, was haben wir hier im Barell als Sekundärziel? Wichtige Personen. Dann fangen wir hiermit zuerst an. Schnell speichern. Oder was haben wir hier in Arella Bay? Auch eine wichtige Person. Ja, das ist natürlich alles sehr unhilfreich. Barell zuerst. Schlachtruf. Beitreten. Wir kämpfen gegen ein paar Orks. Wir haben eineinhalb Trägerschiffe und ein Eskortschiff. Yay. Das heißt, Ein Jäger im wir müssen Bomber. wegrennen. Wir müssen. Nee, wir müssen wegrennen, während die Orks versuchen, uns zu erwischen. Ja. Ja. So ungefähr. Die übliche Vorgehensweise. Immerhin keine zwei Wegrennklassen. Was? Weil wenn Orks, nein, wenn Ach, du die meinst, wenn Eldar Elder vor uns kämpfen. wegrennen? Ja, wenn Eldar gegen Chaos kämpfen, das ist einfach nur Wegrennen auf beiden Seiten. Ja, ich glaube, das würden wir sogar verlieren, weil die Elder so viel Feuerkraft rausprügeln können. Und schneller sind. Okay.
Wen willst du haben? Okay, gut, dann nehme ich Malos, das ist Scourge-Schiff. Und du hast dementsprechend Jäger auf deiner Seite. Wir können uns den Punkt hier hinten zuerst holen. Nachladen, ne? Ja, nachladen. Ja. Bereit. Jäger. Das heißt, Jäger kommt zuerst, genau. Das Jagdgeschwader zum. Genau. Zum Becken. Zum Decken gegen die Point Defense. For the War Master! Dahin. Triebwerke, ne? Ja, Triebwerke. Genau, den Orks. Eigentlich generell alle in die Triebwerke. Ich sehe zwei Kreuzer zumindest. Aber einer von denen geht da Richtung Punkt ohne Nebel. Also sollten wir wahrscheinlich versuchen, den hier zu erwischen. Also das schon geschehen? Ja. Welchen kannst du nochmal zeigen? Your orders! You have seized a strategic area. Okay. Show us our victims. So. Mal schauen, ob die Geschwader zurückkommen lebendig. The enemy has seized a strategic area. Wir kämpfen auch nur gegen eine 500-Punkt-Flotte, also sollte das kein. Oh shit! Ja, die ignorieren sich gegenseitig. Ja, aber wir sind immer noch da. Oh nein, tun sie nicht. Ja, das passt, aber das sind dann Jäger, die es aufgefangen haben. Also es kommen nur Jäger zu uns. Das ist in unsere Point Defense gut gemacht dafür. Einfach festhalten gehen. Das erhöht Point Defense Stärke. Das ist mir. Also sind das ja nur Jäger. Und das sind Orks. Nein, sie haben meinen Verteidigungsturm abgezogen. Nein, sie haben noch einen Turm abgezogen. Okay, sind ein paar Türme inzwischen. Meine Jäger sind tot. Oder? Nein, die sind noch am Leben. Können sie zurückfordern? Ja. Okay, wir sollten immer im Rand zuerst machen jetzt gleich. Meine Bomber sind im Arsch. Die hat's erwischt. Ja. Ja, wir hätten zuerst im Rand machen müssen. Aber die waren im Nebel, die konnten wir nicht sehen. Jetzt wissen wir aber, dass sie tatsächlich drei Kreuze haben. You have seized a strategic area. Ja, wir können den nehmen. Gib mir Bescheid, sobald du wieder jagen kannst und auf wen du sie schickst. Das ist eine Frage, ne? Auf wen man die schicken sollte. Reloading ordnance! Locking weapons! The enemy has seized a strategic area. Wen auf. Oh, die drehen zu uns ein. Ja, das Flaggschiff scheint ein bisschen aus uns vor gerade zu sein. Also würde ich sagen, aus Flaggschiff. Ja. Okay, warte. Und wo? Warte. Was rammen die das? Das wäre ganz schön lustig. Ah, nee, warte. Jetzt wechseln die sozusagen Positionen. Mhm. Okay, auf das Schiff, das gerade das Flaggschiff überholt hat. Okay. Oder auf unser strategisches Ziel. Ah, gut, passt schon. So. For the War Master! Sollten unsere Geschwader nämlich in den Arsch geraten, oder sollte meine Bombergeschwader alle im Arsch sein, dann muss ich die Jäger zünden und die Bombergeschwader. Ja. Und sollten die Bombergeschwader dann auch im Arsch sein, dann geht's ans Aufschalten und Wegrennen. Ja. Oh, das war ein schöner. Und ist sie meine Geschwader? Den Nebel hier? Naja, wir gehen außen rum und gehen zur nächsten Point holen. Wir spielen das Point-Spiel. Oh, hier im Reißweite. Das sind wir. Das sind die. Oh. Alles gut, Luft. Die Orks haben keine Reichweite. Orks wissen nicht, wie das Konzept von Reichweite funktioniert. Der ist im Triebwerk komplett im Arsch. Das heißt, da kann man schon da aufs hier gehen. Oder aufs Deck auf sogar. Das Angriffsziel, oder? Ja. Okay, dann ziehe ich mit meinem Jagdgeschwader aufs Angriffsziel. Swift Death Squadron, seeking prey. The enemy is seizing one of your strategic areas.
strike them! The enemy has seized a strategic area. The enemy is seizing one of your strategic areas. Ups. Direkt das Triebwerk zerlegt von dem. Reporting! Das ist Kosch, okay, schicke ich mal nach da hinten. Wobei, nee, wir sollten gemeinsam bleiben. The enemy ja, has seized a strategic area. Dann gehen wir zum hintersten Punkt erstmal. Wieder auf das Ziel schafft? Ja, würde ich auch sagen. Sobald meine wir da sind. Bassi, warte, komm schon. Komm, okay. Und aufs Ziel. Lass deine Jäger gleich ein bisschen auf dem Ziel bleiben, um die Point-Defense-Punkte wegzumachen. Die Point-Defense-Türme wegzulöschen von dem Teil. Danach können wir nämlich mehr Bomber draufschicken, um das Teil Platz zu machen. Ja. Let the galaxy burn! Genau das ist meine Sorge gewesen. You have accumulated 25% of strategic points. Slaughter them! We'll follow your command! For now! Ja, ich habe abgebrochen. Ich schicke neue Bomber. Doomfire is unleashed! Denn die ist mein Kompass und sich mein Freund. Direkt den Generator beschießen. We stand ready! Ja, dann... Ey! Hast du ein Geschwader, eine Möglichkeit zu entern? Ich bin zu weit weg. Dann kommt er uns. Was ist ein Drecksack? Okay, ich zieh mein Geschwader zurück. Ey, sind wir Bomber vernichtet worden bei der ganzen Aktion? Ja, ja. Wie dreist! Show us our victims! The enemy is seizing one of your strategic areas. Wie dreist! What a ruinous powers! Retro's activated! Dass die vor allem aber sofort wieder fliehen konnten. Das ist ungewöhnlich. Ich glaube, der Cooldown war eigentlich normalerweise länger. What a dark god! Also wenn du Wege machen kannst, wäre ich verbunden. Ja. Swift Death Squadron, seeking prey! Slaughter them! For the Warmaster! The enemy has accumulated 50. Ah, du hast Angriffsboote abgefangen, das ist gut. Ja, die Angriffsboote sind tot. Die haben wesentlich mehr Punkte als wir. Ja, aber nicht mehr lange, ich gehe gerade hier den Punkt hier einnehmen. Es geht und an den Punkt. Wenn du dich weit bewegst, können deine Jäger vielleicht Probleme. Aber lass deine Jäger erstmal die Punkte weiter niederringen. Lass deine Jäger weiter die Verteidigungstürme abschießen. Und dann kannst du sie zurückziehen. Wann genau soll sie zurückziehen? Sobald da keine Verteidigungstürme mehr sind. Ah, da wo der Grauzahl. Genau. Außerdem glaube ich, der ist sowieso ausgeschaltet. Das ist Coach of Kennedy, den Rest gehen, da müssen wir keinen Bomber für einsetzen. You have seen strategic area. So, hast du noch Bomber? Ja, ich habe noch einen Geschwader, das ich einsetzen kann. Dann schick das Jagdgeschwader auf Flaggschiff. Gut. Swift Death Squadron, seeking prey. Wir wollen mir Angriffsboote entgegenschicken. Das ist gut. Bomber gewinnen gegen Angriffsboote. Wenn sie was tun würden. Ah, ich hab eine Interaktion erlitten. Passt schon. We stand ready. Engines hot. Executing high energy turn. Setting course. Warp strike successful, Master. As the War Master wills! The enemy has accumulated 75% of strategic points. So. Your orders. We are
ans Ziel zurück. Okay, wir haben erst Probleme mit dem Boden. Ja? Ja, ich sehe, was du meinst. Aber es wird sich regeln, sobald das Flaggschiff gebrochen ist. Was gleich passieren sollte. Shit. Okay, das Flaggschiff ist überläutert. Ja. Das bedeutet, dass es jetzt sterben wird gegen meine Bomber. Du kannst Bomber jetzt auf das Squadschiff schicken. Ich hoffe, das waren alle. Ja, ich meine, wir kriegen doch nicht guten Punktschub, aber ich bin überrascht, wie die Orks es geschafft haben, die Punkte. Na gut, wir haben keine neuen Punkte eingenommen. Ja. Das waren alle Schiffe, Halleluja. Ja. Hallöchen, Sylvanas. Willkommen. Hallo. General Kenobi. Wir wurden gerade fast von Orks aus, wenn du Ritters Points anging. Ja. Nein, ist er nicht. Das ist gelogen. Erzählerin. Ah. Die Erzählerin wollte mir gerade sagen, the enemy is close to victory, but strategic points. Points. Im Großen und Ganzen soweit ganz gut, schätze ich. Oder was meinst du, wie es gerade steht, Luf? Hä? Genau. Ja. Wir haben Andor genossen, wir haben Tales of the Jedi genossen. Freuen uns auf Alpha Bruders Half-Life Zero Viscosity nach der Aufnahme. Okay, wieder auf. Ah ja, wir auf euren Korn. Ja, an die Cornflakes. Und dann müssten wir noch schauen, dass wir unsere lustigen Piratenfigürchen zusammengestellt noch bekommen. Speichern, Arella Bay. Mehr Orks. Schlachtruf, Einsatzbefehl. Sticks. Hellbringer auf jeden Fall. Hellbringer Mark 2, Mark 2. Escortschiffe sind nur semi-nötig hier in dem Fall. Okay, bestätigen und Schlacht. Da hatten wir nämlich vor, für morgen nochmal über die Charakterbögen drüber zu schauen. Oder, Luf? Aha. Du hast nicht gehört, was ich gesagt habe, oder? Doch, Charakterbögen durchschauen. Ah, gut. Shit. Was ist passiert? Nichts, alles gut. Ich habe aus Versehen rausgetappt. Ach so, ich dachte, der Maschinengeist hätte wieder zugeschlagen. Ja. Okay. Welche Schiffe möchtest du haben? Die beiden großen Trägerschiffe mit den Bombern? Ich bin noch im Ladebildschirm, ich muss noch gucken. Okay, das ist besorgniserregend. Nein, im Intro-Dings. Ach so, ja. Dings. Luf ist gut. Ja. Ja, du hast ihn entschieden. Ich hatte ihn nur ein bisschen geteilt, aber ja, dann machen wir es so, nämlich die kleinen. Die lustigen. Dann nehme ich den. Der hier hat das. Was hat der Lanzenbewaffnung dabei? Lanzenbatterie. Turm? Wir können, welcher von denen hat dann die Geschwader? Der hat die Geschwader. Hat der Lanzen? Makroturm mit 3 läuft, dann bleibt er auf Nachladen. Dann gibt der hier auf Aufschalten. Escortschiff hier, das ist. So eine. Raketenturm, Torpedowerfer. Es gibt keinen Grund, den nicht im Schleichfahrt zu haben. Ist schon wieder Points und es könnte Plasmastürme geben. Ja, das sieht wirklich sehr plasmastürmig aus. Ja. Zeit für ein Ding. Fangen wir hier hinten an? Wo? Ja. Mhm. Absolut. Flotte 1. 2. 3. So, das Schöne ist, wir sehen alles. Die Sichtweite, die meine leichten Kreuze haben, ist einfach... bemerkenswert. For the ruinous powers! Ah, ne, wir haben keine
Wir haben keine Stürme, wir haben fehlerhafte Signale. Aber weißt du das? Guck auf der rechten Seite der Minimap. Ah. Aber die sind echt, ne? Die sind echt. Man kann draufklicken. Das ist eine Menge. Gegen wen kämpfen wir noch gleich? Orks. Nee, bei mir ist das Ding, es kann auch auf die fehlerhaften Signale draufklicken. Reporting! Dann sieht es bei mir aus wie Squad-Chef, wenn es draufklicke. Aber ich kann das nicht. Ja, ist aber auch Waffen, die nicht existieren. Das ist wahr. Koop ist ein bisschen anders. Und diesen Est. Welcher? Hier drüben. Der hinten. Also. You have seized a strategic area. Die nehmen gerade ein. Ja, aber das ist nicht diese hier. Das sind nicht diese Punkte, die von der Seite kommen. Das ist ein Escortschiff oder ein Flankenschiff, das da reingegangen ist. Ach guck mal, da kommt ein Jagdgeschwader entgegen. We stand ready. Also gehen wir jetzt hier? Ja. Moving to those coordinates. Erstmal komplett vergessen, wie wir Points machen müssen. Your orders. Ich vermisse ein bisschen die Necrons mit ihren Bomben, mit Reporting. Den Abwehrbomben. The enemy ja. Has seized a strategic Wo man einfach sagen kann, nope. Dein Geschwader ist gelöscht. Show us our victims. Wir haben nicht die Fähigkeit... Egal. To the slaughter. Oh, er ist identifiziert, er ist nicht erfasst. Doch, er ist erfasst. Egal, ich schicke das Escortschiff nach vorne, um die Leute aufzudecken, damit wir wissen, wo wir die Geschwader am besten hinschicken können. Es ist eine Plasmabombe auf die losfeuern, jetzt wo sie in der Ecke sind, aber... We are unstoppable. Noch. Enemy ship sighted. Die pure Sichtweite einfach. Weil sie im Nebel sind, können wir sie nicht sehen.